Intonado Stream. Hallo und herzlich willkommen zur Intonado Stream. Heute wieder mal mit einem One-Take-Video und ihr wisst ja, sowas verzeiht keine Fehler. Ich versuche jetzt so gut wie geht das Ding in ein Ding durchzuziehen. Vielleicht werde ich auch ein oder zwei Schnitte machen, aber ich versuche es nicht zu tun. Und zwar, worum geht es heute? Und zwar geht es heute um das Thema, wie stelle ich mein Mikrofon optimal ein für meine Bedürfnisse? Also da sind wir schon beim ersten Thema. Ihr müsst euch im Klaren werden, was ihr so macht. Und da habe ich jetzt drei Szenarien vorbereitet, die ich euch, sage ich mal, hier so durchspielen möchte. Die gehen wir jetzt durch. Und bevor wir durchgehen, möchte ich noch grundlegend etwas sagen zu den Mikrofonen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt ein Mikrofon, wie ich hier, mit einer Nierencharakteristik. Und ihr wollt natürlich den besten Sound daraus holen. Wie gesagt, da müsst ihr euch dann jetzt klar werden, was wollt ihr. So, Szenario 1. Zum Beispiel ich mache ja Videos, wie ihr wisst, mit Greenscreen. Und ich habe es aber nicht so gerne, dass das Mikrofon zu sehen ist. Deswegen muss ich schon, da komme ich zum ersten Punkt, so einen Mittelkompromiss eingehen, weil es ist so, ich bin jetzt relativ weit weg vom Mikrofon, dadurch bin ich gezwungen, den Pegel hochzudrehen, den Empfindlichkeitspegel. Das bedeutet, so höher der Pegel ist, umso mehr Umweltstörgeräusche nimmt das Mikrofon auf. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich den Pegel runterdrehe, nimmt er im Umkreis weniger Störsignal auf, aber ich muss wieder näher ans Mikrofon. Und da sind wir dann beim Thema, um die beste Qualität rauszuholen aus dem Teil. So, okay, fangen wir einfach mal an mit meinem Setup, was ich hier mal so gemacht habe. Also, hier, wir machen hier so mal Greenscreen an. Das habe ich ja immer so ganz gerne. Jetzt ist nicht wichtig, dass der perfekt eingestellt ist. Und dann habe ich das auch gerne so, ihr könnt noch nicht sehen, was ich mache, aber gleich habe ich es immer gerne so, dass ich das Mikrofon halt nicht sehe. Und mich an den Rand setze. Bumm. So ungefähr. So habe ich es immer gerne. Fand ich immer ganz cool. Aber ich muss halt in Kauf nehmen, dass ich auch, da ich so weit weg bin, sage ich mal, Störgeräusche auch drin habe, obwohl meine Qualität eigentlich ganz gut ist. So, und jetzt kommen wir schon zum zweiten Szenario. Und zwar, ihr wollt die beste Qualität haben. Das allerbeste. So, dann wieder erstmal, Entschuldigung, ich muss das erstmal wieder zurückstellen. Wieder breiter den Drops? Nee, nicht größer. Greenscreen aus, brauchst du so jetzt keine Sau. Nee, möchte ich nicht. Moment, der will nicht. Der will nicht, wie ich möchte. Will ich auch nicht, die Einstellung. Wieder, dass das Mikrofon zu sehen ist. Oh, Junge. Mach mir doch das Leben nicht so schwer, wenn ich das jetzt... Genau. So, Szene speichern. Bam. So, jetzt sieht er mich wieder so komplett. So. Szenario Nummer 2, ihr wollt die beste Qualität und wollt keine Störgeräusche und wollt nur die Stimme. Dazu ist jetzt erforderlich in der Software, wie gesagt, das weicht überall von Software zu Software ab. Das geht hier nur ums grundlegende Verständnis, wie das Mikrofon an sich funktioniert. So, jetzt stellen wir den... Achtung, ihr werdet mich gleich nicht mehr richtig hören. Ich stelle den Pegel so weit runter wie möglich. So. Krass. Richtig runter. Und jetzt bin ich ganz nah am Mikrofon und ich habe die schönste Qualität. Hallo und herzlich willkommen zu euren Tornado Stream. Heute hören wir schöne Musik im Seelachsfilet. Wir liegen in der Sonne und haben eine Bänderdehnung in der Unterhose. So, das ist die beste Qualität, was ich jetzt hier so habe. Schön warm, schön, schön. So. So, ganz ehrlich, finde ich aber jetzt nicht so prickelnd, wenn ich, sage ich mal, im Livestream oder im Video so da sitze. Das sieht ja bescheuert aus. Also so sitze ich nur da, wenn ich zum Beispiel nachkommentiere, wenn ich irgendwelche Aufnahmen habe, so wie, jetzt nehmt euch das Tool, nehmt die Schraube, dreht sie rein und ach, so fest. Also da, dann sitze ich wirklich hier so dran. Jetzt kommen wir zu dem letzten Szenario. Das wäre wieder Greenscreen, aber dasselbe in grün, bloß halt, dass ich halt das Mikrofon, man sieht es, aber... Ja, Mist, ich weiß nicht, ich habe den Draht verloren. Ach ja, zum Plopschutz, den Plopschutz, den brauchen wir ja nur, wenn wir vor dem Mikrofon sitzen und so aufnehmen. Beim dritten Szenario brauchen wir es nicht. So, Szenario 3, los. Oh, bisschen wieder hochgedreht den Pegel, wieder wie vorhin. So, mein Szenario 3 wird sein, Greenscreen wieder. Oder auch nicht, ist das egal. Komm, du Typ, Greenscreen an.
Hier in dem Fall ist es ja egal, ob das Szene ist oder nicht, Mikrofon, weil wir wollen es ja, ich versuche nochmal ein bisschen besser einzustellen, den Greenscreen. Szene speichern. So, jetzt haben wir hier wieder ein Greenscreen. Und jetzt nehmen wir das Mikrofon, nehmen den Plopschutz ab. Das hat nämlich jetzt folgenden Grund. Den brauchen wir nicht für die Aktion, was ich jetzt mache. Also, wichtig ist, oh, mal gucken, der Pegel darf nicht zu laut sein. Nah ran, auch wieder ran hin. Ich versuche jetzt den Pegel so zu stellen, dass ich halt nicht so viel Störsignal habe, aber dennoch eine gute Sprachqualität. Werde mit dem Mikrofon runtergehen von der Höhe, dass es so immer noch vor mir ist. Und jetzt ist es so, ich muss den Winkel so drehen, das Mikrofon mit der Charakteristik, dass ich quasi an dem Mikrofon vorbei spreche. Also ich spreche jetzt an dem Mikrofon vorbei. Genau, habe den Pegel so eingestellt, dass ich jetzt ein ganz gutes Klangbild habe. Auch, dass meine Stimme gut zu hören ist. Und dass man halt wenig von diesen Störgeräuschen hört. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ich in diesen Bereich komme, in den geraden Bereich von dem Mikrofon. Ich puste mal. Jetzt kann ich pusten. Interessiert keinen. Und jetzt komme ich in den vorderen Bereich. Und deswegen halt vorbeisprechen. Man braucht keinen Plopschutz, wenn man an dem Mikrofon vorbeispricht. Wie gesagt, man muss einfach ein bisschen lauter noch. Einfach nur nah dran sein. Oh, jetzt hat es geknackt. Und so ist dann die Qualität auch gut. Ja, das ist jetzt die Sache in den Greenscreen. Möchte man, dass das Mikro zu sehen ist? Also ich bin so ein Typ, ich finde es eigentlich nicht so dralle, wenn man da immer sieht. Ich bin nicht einer von diesen Typen, die immer ins Mikrofon, in die Kamera halten müssen. Guck mal, was ich hier besitze. Übrigens, das ist ein Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik. Für Live-Acts. Bin so krass, ja, yeah, ja. Yeah. Schwachsinn. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen. Mit den paar Informationen. Es war ja jetzt nur der Gedankengang, wie an sich man sich das einstellt. Natürlich ist wichtig, dass die Qualität, also dass du ein gutes Mikrofon hast. Also du kannst aus so einem 5-Euro-Rotz-Mikrofon auch nichts rausholen. Vielleicht mit der Technik ein bisschen, aber naja, was soll's. Okay, machen wir hier Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Macht's gut, euer Tornado. Ciao!